Was haben beispielsweise der tasmanische Beutelwolf, Mammuts und die Wandertaube gemeinsam? Sie alle gehören auf die Liste der ausgestorbenen Tierarten und wir Menschen könnten uns schon bald einreihen. Dramatische Veränderungen auf der Erde könnten uns Menschen schon in den nächsten 100 Jahren als Opfer fordern. Warum manche Experten und Expertinnen genau dies vorhersagen und wie ernst wir diese Warnung tatsächlich nehmen sollten, erfahrt ihr jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Heute mit Cedric von Dr. Watson. Von allen Tierarten, die jemals auf der Erde lebten, sind laut Schätzungen bereits jetzt rund 99% ausgestorben. Und schon in wenigen Jahrzehnten wird dies auch uns Menschen drohen. Zumindest, wenn man den Mikrobiologen Frank Fenner Glauben schenken mag. Er hat schon vor einiger Zeit in dem Fachmagazin Phys.org einen Bericht veröffentlicht, der wirklich alarmierend ist. Und einige Entwicklungen in den vergangenen Jahren legen tatsächlich nahe, dass wir seine Warnung ernst nehmen sollten. Auf der Erde sollen sich Fenners Vorhersage zufolge in naher Zukunft dramatische Veränderungen ereignen, die das Aussterben der Menschheit zur Folge haben könnten. Und Fenner, der 2010 verstorben ist, ist keineswegs als Spinner in der Fachwelt bekannt. Ganz im Gegenteil. Er war Zeit seines Lebens weit über sein Fachgebiet hinaus bekannt und hat zahlreiche Preise gewonnen, beispielsweise für seinen Beitrag zur Bekämpfung von Malaria in Neuguinea während des Zweiten Weltkriegs. Doch was die Zukunft der Menschheit betrifft, ist der Forscher wie gesagt alles andere als optimistisch. Fenner sah schon im Jahr 2010 vor allem den Klimawandel als entscheidendes Problem. Dieser stehe zwar erst am Anfang, doch wird er laut Fenner das Aussterben der Menschheit zur Folge haben. In seinem Aufsatz vergleicht er unseren Untergang mit dem Schicksal, welches die Menschen auf der Osterinsel erleiden mussten. Nachdem sich die ersten Menschen auf der einst tropischen Insel angesiedelt hatten, wuchs die Bevölkerung erst langsam, dann immer schneller. Die Wälder wurden gerodet und viele Tiere starben aus, mit fatalen Folgen. Um 1600 herum brach die Zivilisation zusammen und war Mitte des 19. Jahrhunderts komplett verschwunden. Doch nicht nur Fenner selbst, sondern auch andere Experten und Expertinnen sehen Parallelen zu den aktuellen Entwicklungen auf unserer Erde. Der Klimawandel jedenfalls wird seinen Teil dazu beitragen, dass sich das Leben verändern wird. So viel steht bereits jetzt fest. Der letzte Sommer im Jahr 2018 hat selbst in Deutschland gezeigt, welche Folgen uns blühen. Flüsse und Seen trockneten aus. Die Spree hier in Berlin floss rückwärts. Die anhaltende Dürre führte zu Ernteausfällen und somit stehen weniger Lebensmittel zur Verfügung, als gebraucht werden. Aber auch andere menschliche Verhaltensweisen könnten zum Aussterben der Menschheit beitragen. Wie etwa die Rodung von Wäldern, um immer mehr Infrastruktur zu schaffen. Pflanzen und Tieren wird damit der Lebensraum genommen. Und das bedeutet am Ende auch für uns Menschen weniger Nahrung. Auch den Ozeanen könnte Studien zufolge schon bald der Kollaps drohen. Die Überfischung der Meere könnte schon im Jahr 2048 dazu führen, dass keine kommerzielle Fischerei mehr möglich ist. Dabei sind einige Milliarden Menschen auf Fisch und Meeresfrüchte als Nahrung angewiesen. Die Kluft in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Fest steht, zahlreiche Menschen haben nicht die Möglichkeit, sich selbst und ihre Familien mit Essen zu versorgen. In Zukunft wird die Zahl der Hungertoten wohl noch dramatisch steigen. Auf der anderen Seite werden in Ländern wie Deutschland unfassbar viele Nahrungsmittel weggeworfen und die Anzahl der fettleibigen Menschen steigt an. Und auch Wasser selbst könnte schon bald auf weiten Teilen der Erde knapp und zum Luxusgut werden. Ein Problem eben nicht nur für uns Menschen, sondern auch für viele andere Lebewesen. Die britische Zeitung The Guardian geht davon aus, dass schon in knapp 30 Jahren 10% aller Pflanzen- und Tierarten ausgestorben sein könnten. Darunter auch Elefanten. Ob die Vorhersagen tatsächlich schon in Kürze Realität werden, kann wohl niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Doch abzustreiten ist keineswegs, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Wir alle können einen Teil dazu beitragen, etwas zu ändern und unsere Erde und somit auch unserer eigenen Zukunft etwas Gutes zu tun. Ökologische Nachhaltigkeit ist hier das Stichwort. Beispielsweise können der Verzicht auf Fleisch und Fisch, das Vermeiden von Plastik und allgemein ein achtsamer und bewusstsamer Umgang mit Konsumgütern dabei helfen, die Erde langfristig zu bewahren und sie zu einem sicheren Ort zu machen, an dem die Menschheit auch weiterhin die Möglichkeit bekommt, zu existieren. Ja, vielen Dank, Cedric. Er ist derjenige, der auf YouTube in die Zukunft schaut und jede Zukunftstechnologie in 10 Minuten erklären kann. Also unbedingt seinen Kanal hier abonnieren, also wie immer draufklicken. Ansonsten bis dann. Bleibt dran. Dankeschön!